Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir. Der ist jetzt gebraucht, das sieht man gleich. Aber im guten Zustand, müsste ich vielleicht noch ein bisschen putzen oder halt da, wo ein bisschen Fleckchen sind oder irgendwo, tue ich auf jeden Fall noch ein bisschen abschrubben da und, Kung Fu Panda, ich habe ja gesagt, ich werde. Also Kung Fu Panda, Madagaskar, Ice Age und Schreck will ich die in Original haben. Erste Auflage. Bei Madagaskar ist so, das sind alle drei in der Box ja erste Auflage. Schreck habe ich die letzten beiden Teile. Zweite eigentlich auch, da sind aber gerade so drin. Das heißt, erste und zweite muss ich bei Schreck noch kaufen. Bei Ice Age habe ich ja alle fünf, habe ich ja hier vorgestellt und alles. Und Kung Fu Panda da. Zweite und dritte habe ich ja im Original. Das ist auch der erste. Ja, das war ein richtiger Zufall. Den hätte ich bei eBay für fast 10 Euro oder so bekommen. Und da jetzt für 3,90. Das war so ein. Ja, so ein Kindergebrauchtladen. Da war ich mit meiner Mama, mit meiner Schwester was schauen und da gab es auch die DVDs und. Ja, schon Zufall, dass es ausgerechnet den gab und habe ich den mitgenommen für 3,90, also muss man zuschlagen und auch guter Zustand. Und ja, fangen wir an. Hape Kerkeling, Dreamworks, Kung Fu Panda. Ja, das ist gerade sein, damals ja noch nicht. Ich glaube 2009 hat es angefangen mit den FSK-Zeichen, so richtig. Davor eigentlich noch nicht. War aber besser so. Und ja, nach Schreck und Madagaskar landen die DreamWorks Animation Studios wieder ein Mega-Coup. Ja, das stimmt. Ja, hier ein bisschen kaputt, aber es macht nichts aus. Solange die DVD in Ordnung ist. Ist ja auch eine neue Trickfilm-Sternstunde. Ja, da der Inhalt. Dann hier der Po. Der. Weißt du? Ja, also der alte. Der neue. Fahrer nicht. Ja, halt. Kung-Fu-Meister. Irgendwie so. Hab's schon länger nicht mehr gesehen. Ja, dann der böse Tiger. Und diese, der Vater von ihm, also im zweiten Teil stellt sich raus, ja, dass er gar nicht sein Vater ist. Der hat ihn ja im Karton gefunden, weil seine Eltern ihn ja ausgesetzt haben. Ja, gut, und da schon mit seinen Knödeln oder was ist, wo immer Po gibt, Po, und ja, da geheime Zutaten, Drachenkrieger, Trainings, Akademie, Kung Fu Fighting, Musikvideo, dann Kommentar der Filmemacher, trifft die Schauspieler, hilft wilde Pandas zu retten, viele Blicke hinter die Kulissen und jede Menge Spaß. Dann würde ich nur sagen, versuchen wir das mal hier wegzumachen. So. Gehen ganz einfach weg. 3,90 hat es kostet. Ja, DreamWorks. Die DVD Video. Kam ja 2008 raus, der Film. Und ist auch eine Erstauflage, ja, DVD. 2008. Das Problem ist, oder nee, das ist kein Problem. Im zweiten Teil. Und dann ist hier andere Hülle, aber das ist ja auch gleich DVD. Du machst nichts aus. 88 Minuten geht er. Ja, und. Ja, also hier Dolby Digital. 5.1 Stereo, Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch. Kommentar, Untertitel Deutsch, Englisch, Türkisch, Untertitel, Kommentar Deutsch, Englisch. Und ja, schauen wir die Seite an. DreamWorks, Animation, nee, Home Entertainment. Kung Fu Panda, Dada Po und DVD Video. Schauen wir rein. So sieht die DVD aus. Gut eigentlich, ja. Die habe ich schon damals gesehen bei einem Kumpel, die DVD. Der hatte die.
Ja, und ich habe sie aufgenommen. Und ja, Original ist halt auch das Beste. Bei den vier Filmen und ja, bei den Disney und den erweiterten, bei den Klassikern da. Aber in anderen ist mir egal, in was ich sie habe. Und ja, hier der Paul, Kung Fu Panda, Dreamworks. Ja, schöner Hintergrund, schöne DVD. DVD-Video, Dolby Digital und ja, hier ist noch so ein Zettel. Nur für kurze Zeit, ja gut, ich war schon 9 Jahre lang abgelaufen, aber nicht abgelaufen, gibt's seit 9 Jahren nicht mehr. Ah, da standen noch DVD ab November im Handel erhältlich, auf der Nudel da mit Ketchup, nee, Tomatensauce. Ah, Paul ist da drauf, wie diese Nudeln. Hol dir die neuen Miraculous oder Miracoli Kung Fu Panda Nudeln in den Formen deiner Kinohelden. Shadow Nachts und Treebox. Ja, da ist auch noch was. Miracoli Kung Fu Panda Promotion nur für kurze Zeit. Ja, das gleiche da. Das ist Spaghetti. Das sind normale Nudeln oder sag, also nicht normal, die sind so verformt mit den Charakteren, so wie es aussieht. Ja, lest euch durch, da steht noch was drauf. www.miraculi.de. Ach, der Rabatt ist bis zum 30.09.2009 einzulösen. Ah, nur 8 Jahre, okay. Aber gut. Sieht alles gut aus, ich putze ein bisschen, weil. Ja, das mache ich immer, wenn ich eine gebrauchte DVD bekomme und ja. Will es ja sauber haben. Gut, das war's mit meinem Unboxing. Es kommen auch noch Disney-Unboxings. Hab wieder zugeschlagen bei Müller. Ich sag nur eins, 6 DVDs. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.